Der Anführer muss auf jeden Fall noch. Ah, was ist das denn? Das ist ja blöd. Seht ihr da die Textur da, wenn ich mich hier nach vorne bewege? Auf dem Dach? Naja, aber erst einmal, hallo allerseits. Und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Pfeil und Bogen noch bereit. Hier ist ein alter Kahn. Das Sternversteck gefällt mir richtig gut. Ich gehe mal hier von der Seite ran. Der Anführer muss auf jeden Fall noch. Sind die bloß zu dritt? Ich würde ja persönlich mit mindestens 4 Leuten rechnen. Das ist ein Stein, oder? Da? Das ist bloß ein Ast. Da mit Bogen. Ob ich den von hier schon erwische? Ich probiere es einfach mal. Ich glaube nicht. Nochmal absetzen. Hat mir zu viel rumgeeiert, der Heinrich. Da bist du ja, du Gauner. Sowas. Da war einer neben uns. Okay, wir gehen mal auf die Freifläche und dann kriegst du einen Pfeil ab. Oh oh. Das wär's gewesen, wenn ich jetzt getroffen hätte. Ich komme jetzt zu zweit an, ne? Oh oh, der Anführer kommt mit. Wenn ich einen schon ausschalten könnte, wäre das super. Wo kommst du denn her? Oh oh, zu dritt ist aber ungemütlich. Hast du weiche Knie bekommen, was? Naja, weiß nicht. Drei sind mir 2-4. Oh, 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 oh. Du bist mutig, Schlachtross. Auf und davon. Mach doch. Hui. Okay, es waren also mindestens 5. Ich würde ja ganz gerne... Oh, schaut mal, das Symbol ändert sich oben wieder. Schön. Ich würde ja einen... Na, okay, einer scheint aufzugeben. Einen weglocken. Was? Durch und durch, oder wie? Zumindest den Anschein erweckt. Wenn du meinst. Aua. Voll rein. Uiuiui. Ein Ohr? Wir sind ja gerade nicht im Kampf, da geht das mal. Bunthaube, er war auch nicht so toll. Hasenfleisch hat er dabei. Also tolles Zeug hat er nicht, damit wir sind wieder überladen, genau. Da, dein komisches, dein Sachs, dein Fleischermesser. Kommt mit. Dann Spiel. Ach Quatsch, Inventar. Krams, den wir, der schwer ist. Sachs. Satteltasche. Wildschweinleder. Also der kumanische Bogen, der scheint was zu können. Damit müssen wir noch besser werden mit den Bögen. Aber auf Nahdistanz, selbst wenn mal kein Kopfschuss, dann auch ziemlich gefährlich. Altes Hemd, billiger Wein, 114 von 121. Ringelblumen, zu mir. Geh doch weg. Ja, wir haben echt was abbekommen. Naja, hab auch nicht damit gerechnet, dass uns jemand von der Seite überrascht. Ist der noch auf dem Weg zurück oder wie sieht's aus? Sicherheitshalber werde ich unser Schlachtross mal recht nah hinter uns platzieren, damit ich nicht zwingend rufen muss, damit ich auf es zulaufen kann und wir dann abdampfen können. Also kommen wir noch weiter entgegen. Das Rufen, das Pfeifen hören die ja nicht. Was ist das? Seltsam aussehende Moossteine. Ist ganz schön laut, das Gepfiffe. Jender lässt sich aber auch alle Zeit der Welt.
Ich könnte einen Ringelblumenaufguss reinpfeifen, aber die kleine Oberkörperverletzung und ja, der Schaden ist jetzt nicht ganz so wild. Ich wäre ja beinahe auf diesen einen Banditen draufgelatscht. Es müssen noch zwei sein, der Anführer und halt der Bogenschütze. Der Nahkämpfer, der uns überrascht hat, von der Seite, der ist ja tot. Hier ist ein Pferd. Er steht nicht auf dem Flur. Bogenschütze stand weiter hinten. Das Feuer macht ganz schön Lärm. Ah, die Hütte hier, dieses Dach da. Der steht wieder da. Der Anführer wird besser gepolstert sein. Der Bogenschütze grundsätzlich nicht. Aber wenn ich noch weiter rangehe, dann bemerkt er uns wieder. Ups. Das war schon wieder zu laut für meinen Geschmack. Und hier ist halt bloß so dichtes Gehölz. Der wird uns sowas von gleich bemerken. Wow. Vollzug. Aber sicherheitshalber. Upsa. Ich habe doch rechte Maustaste gedrückt. Das hätten wir uns beinahe selbst gepfeilt. Den Pfeil hätte ich aber ganz gerne wieder. Alarm! Was? Schon wieder? Hey, wir alle hier sammeln. Bist du noch du einer der Anführer, oder? Alarm! Yenda, komm mal ein Stück mit. Wir gehen mal ein Stück weiter hinter. Schneller, Yenda. Übersicht behalten. Ja, bleib da unten mal bitte stehen. So, hier bitte stehen bleiben. Hat der keinen Bock? Hängt der am Stein? Ich gehe jetzt einfach mal den Weg entlang. Yenda, komm du mal hier auf den Weg hier runter. Ah, fall nicht runter. Genau, dann könnten wir da aufsitzen und dann dahin abdampfen. Ich hoffe, unsere Ausdauer reicht für diesen Weg aus. Ein Anführer, das wird ein Schwertkämpfer sein, nehme ich an. Ich denke mal sogar ausschließlich. Den würde ich ganz gerne auch im Schwertkampf besiegen. Noch nicht gesehen. Ich sehe jetzt halber, nehme ich jetzt mal das Schwert in die Hand. Wird ja wohl nur noch dieser eine sein. Das ging einfach. Mann, schon wieder. Dabei habe ich recht früh gedrückt. Der Anführer ist tot. Voll überrascht habe ich ihn. Eine Axt hat er. Eieiei. Axt, lange Kettenhaube. 13er Wert. Kettenhemd mit 12 dürfte aber auch schlechter sein. Lederwams. Dunkle Fußwickel mit Sohlen. Leicht gepolsterte Rüstung. Sporen des Banditenanführers. Die sollen wir dem Herrn Ratzig bringen. Alles nehmen. Und den Bogenschütz noch ausrauben. Moment, ich war hier. Ein Apfel hat er dabei. Auch ein Dolch hat er. Kommunionskelch wieder mal. Jagdhandschuhe. Rustikaler Hornstrauchbogen haben wir so noch gar nicht gehört. Nackenschutz. Auch nichts Besonderes. Eine schwarze Gugel ist immerhin was Schwarzes. Ist zwar recht kurz, aber immerhin.
Alles mitnehmen. Abgeschlossen. Jetzt noch rüberbringen die Sporen. Ach, Bernhard war das? Stimmt. Das Pferd ist jetzt, ja, besitzerlos. Hat niemanden. Ich guck bloß mal eben Rüstung. Kettenhaube 13, unsere von Bauhaus hat 12, also werden wir die auf jeden Fall abgeben. Ich glaube, ich werde mal direkt zu Beutze gehen, wir haben das Pferd voll. Ja, wäre, glaube ich, das Einfachste. Ich muss ja eh irgendwann mal loswerden. Dann machen wir es so, oder? Was ist mit dir, schönes Pferd? Pferd durchgehen lassen, sei frei. So hätten wir das Lager aufmischen können, aber sei frei. Und reite bitte Jender nicht über den Haufen, wir brauchen es gleich noch. Moment, habt ihr vielleicht noch eine Truhe oder so? Moment. Die haben doch bestimmt eine Truhe, die man vielleicht noch knacken kann. Jetzt bin ich aber arsch langsam. Wein vergiften hätten wir machen können. Und dann am nächsten Tag vorbeischauen. Heimlich, still und leise. Aber irgendwie hat es mit dem Bogen mehr Spaß gemacht. Hab mich zwar auf einen schönen Schwertkampf eingestellt. Gut, Schwertkampf, nee. Weil er hatte kein Schwert. Er hat eine dicke, fette Axt gehabt. Aber, tja. Truhe, vorbeigerannt. Sehr schwer, oh nein. Können wir erst ganz spät nehmen. Dann wird da aber auch hoffentlich echt cooles Zeug drin sein, weil sehr schwer. Würde ich zumindest hoffen. Gut, dann haben wir alles. Da liegt zwar noch irgendwo ein Pfeil drin, aber auf den pfeife ich mal eben. Jenda, komm mal her. Okay. Dann auf zu Wojtek und wieder eine Menge Kohle holen. Vielleicht mal die Rüstung reparieren. Gut, als die uns hier so... Oh, die Sonnenstrahlen. Oh Gott, ist das Spiel schön. Ich schreite jetzt erstmal zu Wojtek, holen uns das Geld und dann schaue ich mal auf die Rüstung. Und dann mal gucken, was wir als nächstes machen. Ich glaube, ich gehe ja... Nur ein Wanderer, kein Bandit. Gehe erstmal zu Hauptmann Bernhard. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Merhoyet. Nein, okay. Also doch, nach Merhoyet, aber zum Glück nicht festgefahren. Mühle, ist das hier dieser andere Müller? Ich denke mal schon. Bist du derjenige welcher, der das sein soll? Ich bin gerade nicht schnell, also hab Mitleid. Kann ich irgendwie helfen? Älterer Mann. Da haben wir schon ältere gesehen. Nein, dann scher dich fort. Oh, voll nett. Brennt sie etwa? Nein, dann scher dich fort. Die Stimme, scher dich fort. Was ist denn mit dem Müller hier, mit dem Ansässigen? Die dürfen bestimmt nicht rein. Was? Schloss knacken? Die Tür ist doch offen. Ja, was soll ich bitte? Ich hab dir nicht ganz zugehört. Deine Ohren sind so alt. Was soll das werden? Mie, 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 mie. Hier gibt's doch bestimmt noch einen Müller. Läufst du mir hinterher, du blödes Huhn? Was ist los mit dir? Frage ich dich. Nee, noch nicht, aber könnte ich. Huhn, lass die Hände in Ruhe. Gut, dann kommen wir später mal wieder. Ich bin gerade nicht schnell. Achtung, tatütata. Das heißt, Kurva. Gott, sieht das schön aus, wenn man da in das Tal blickt. Hier ist wild. Aber ich muss zeuglos werden. Ja. Gott, ist das schön. Also besser als zu Release läuft das Bild wiederholratentechnisch, ja? Jetzt zwar nicht so von 20 FPS oder so, ein Hauch. Im Schnitt würde ich sagen, 5 bis 8 ist jetzt überhaupt nicht viel, aber es läuft auf jeden Fall ein Tick besser. Muss aber noch um einiges besser laufen. Aber ob das... Upsa, Sackgasse. Gott, wieder durch den Bach, das geht auch meistens schief. Aber ob das noch jemals kommen mag... Na, ich bin erstmal gespannt auf Update 1.5, denn da hat Warhorse auf die Fahne geschrieben, dass sie das Spiel mit diesem Update besonders in Sachen Performance voranbringen wollen. Und eben das so stark wie bisher noch gar nicht. Da wollen sie sich einfach um die allgemeine Lauffähigkeit, die Performance eben, um die wollen sie sich da kümmern.
gucken, ob es noch im April rauskommt. Im April ist gut. Wenn die Folge rauskommt, ist, glaube ich, schon Mai. Aber für mich ist noch gut April. Im Badehaus müssen wir auch noch den Ring holen. Machen wir auch noch. Das mache ich noch, aber nicht jetzt. Wenn man sich erstmal so halbwegs auskennt und ohne Karte spielen kann. Wenn das Spiel das vor allen Dingen auch gut macht. Also ich finde die markanten Ecken gut gemacht. Im Wald wird es mit der Orientierung allgemein immer etwas schwieriger. Da tue ich mich dann auch schwer, aber ansonsten hier, Wald sehr gut, ist jetzt ein sehr einfacher Weg, wenn man den einmal kennt, dann ich muss ja bloß die Sausau runter und dann ist er halt irgendwann mal da. Das ist überhaupt nicht schwierig, aber man kennt sich mittlerweile doch schon relativ gut aus, also da wo man ständig ist, klar. Ich muss jetzt auch nicht immer gucken, wo ist der Rüstschmied, wo ist der Schwertschmied in Ratai, das ist ja auch pipi einfach, weil man da schon 3-4 mal 4 war und sich auskennt. Ah, das mit dem Schneider, obwohl das schon mal gemacht wurde, habe ich erst jetzt hoffentlich richtig begriffen. Mir fehlt bei Wojcik echt noch eine Truhe. Auch wenn wir langsam sind, na doch, ich gehe durch die Tür. Das dürfte sogar schneller sein. Was ist denn hier los? Reden. Schön, dich zu sehen. Ach, im Pferd ist ja noch einiges, ne? Moment. Pferd. An sich. Ja, jetzt würde ich ganz gerne wieder meine Sachen, die ich auf jeden Fall nicht abgeben will, besonders markiert haben und alles mitnehmen, außer eben das Markierte. Das wäre so eine schöne Komfortfunktion. Inventar. Inventar auf jeden Fall. Fackel. Ich will mir eigentlich keine kaufen, aber bisher brauchen wir anscheinend bloß eine Fackel. Sacks auf jeden Fall. Einmal alte Stiefel müssen wir behalten. Altes Hemd sieht recht dunkel aus. Leinenhemd. Es bringt nicht viel Geld. Ich lass das Hemd mal bei uns. Wobei, ich habe schon die Tunika. Die braunen Beinlinge gehören nicht uns. Die kommen nicht von uns. Die olivfarbenen, ja. Weg, weg, Tunika bleibt, grünes Hemd bleibt, Lederwams, Leisetreter bleiben. Robuster Gambeson bleibt, bleibt, Wappenrock kommt weg, hab ja Tunika. Dann Dietriche, haben wir keine neuen dazu bekommen, Wildschweinleder bleibt auch. 71,5 passt. Oh, jetzt kommt gar nicht hier seine Einleitung, weil wir die gerade hatten. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden. Aha. Schon vorsichtshalber auf Escape gedrückt. Verkaufen. Er hat 1,4. Hat Peschek jetzt auch 1,4, weil wir schon öfter bei denen waren? Könnte sein. Die Axt sieht schon cool aus, zumindest auf dem kleinen Bild, aber wir haben den Dornhammer. Wenn, dann probiere ich mal den aus. Also, in den Warenkorb, Warenkorb, Kommunionskelch, die Handschuhe, schon bei 631, Silberring haben wir einmal bekommen, den haben wir an, dann nehmen wir mal jetzt den anderen. Zustand und Preis sind bloß unterschiedlich. Jo. Ja, danke für den Hinweis, finde ich gut, solche Hinweise. Kettenhemd. Weg, weg. Zweimal bei 915 sind wir schon. Jagdhandschuhe. Weg, weg. Du kommst weg. Jetzt schon bei 1,1. Jetzt nicht mehr allzu viel. Kommt hier noch viel? Ein 17er geht eigentlich auch noch. Wir sind noch nicht bei 1,2. Insofern passt das noch, die Hirnhaube. Immer noch bei 1,1. Gewöhnlich geteerte Jacke. Haltbarkeit, Sichtbarkeit, 24 von 18.
Könnten wir nochmal die Tunika angucken. 24,18. 4. Tunika wird wohl recht unten. Ach, ist er eben fertig. Ich geb die einfach weg. Also Silberring bleibt, Retterschnaps, die ganzen Schatzkarten bleiben natürlich immer noch bei 1,1. Kleines Rüstungsset, geflickten Beinlinge 3. 1,2, gut, dann ist jetzt Schluss und ja, Schluss. Wie viel Geld wir rausbekommen, sehen wir dann beim nächsten Mal und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.